Ja, genau. Jetzt muss ich einfach auf ihn drauf stampfen. Bis das Blut spritzt. Der Bowser geht. Nein, Junge! Diesmal hast du mich wirklich besiegt, Junge! Ich halte es nicht aus, ständig gegen dich zu verlieren. Meine Jungs, nutzlos! Sie haben die Macht der Sterne aufgegeben. Warte, sag das nochmal. Es gibt insgesamt 150 Sterne. Wie bitte? Das stand aber so nicht auf meinem Übersichtsplan. Ich habe tatsächlich welche übersehen. Nun sehe ich, wie überall Frieden einkehrt. Ich hasse das! Ich kann da gar nicht hinschauen, ich verschwinde hier. Nächstes Mal bist du dran. Bis dahin, bring den Touchscreen zum Qualm. Also müssen wir doch noch ein großes Feuer machen. Mario ist geil auf Bowser, confirmed. Ich wiederhole meine Frage, weil Axido sie nicht verstanden hat. Könntest du Mario Galaxy als nächstes live Let's Play? Nein. Streamt ihr immer noch? Das war das perfekte Abschlusswort für diesen Finalkampf. Ja. Du hast es gerade zufällig in dem Moment gefragt, wo der letzte Kampf vorbei ist. Wir sind gerade nämlich am Ende. Ach so. Ich bin ja schon still, du Beleid. Nein, das war ein sehr schwer. Das war ein super Timing, wirklich. Woher die anderen 30 kommen, die hatten die Toads in der Toilette versteckt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben alle Sterne! Ja, jetzt musst du nur noch gucken, was es auf dem Dach gibt. Und was kriegt Mario jetzt in dieser Version? Bitte nicht nur Kuchen. Ey, die hatte gerade einen Grafikfehler. Ja, die hatte einen Zopf im Gesicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich confirm, sie kann schweben. Verbrennt sie. Bringt mir das, was die da anzugrapschen, die Sterne. Wusch. Soll ich den Touchscreen zum Qualmen bringen? Kann ich nicht. Dann würde mein Monitor auch Schaden nehmen. Oh. Oh. Wer bist du denn? Ich finde es schön, wie drei direkt vor ihr stehen. Sie guckt dann erst Yoshi an und sagt: Oh, Yoshi! Mario ist egal. Naja, Yoshi war ja auch der Erste und der alles. Ja. Oh, something special. Es fängt mit Gang an und hört mit. Nein. Also, Yoshi wäre da definitiv. Obwohl, mit seiner Zunge. Ach so. Die Zunge ist aus Silber. Ah, es gibt wieder nur Kuchen. Oh Mann. Ja, hat Mario jetzt eigentlich seinen Knutscher gekriegt? Nee, oder? Das Köstritz der Spaß gibt es in der 18-Version. Hat er den bekommen oder nicht? Ich hab das jetzt nicht gekriegt. Ja, hat er. Wieder auf die Nase. Voll auf die Nase. Ja, ich wollte auch gerade fragen, ob die Minispiele noch kommen. Ja, pff. Das ist ja mega der Timing. Ja. Da bist du jetzt stolz auf diesen Moment, ne? Ja. Ich bin stolz drauf, dass es endlich vorbei ist. War eine halbe Stunde weg, aber das war der Moment. Eine halbe Stunde? Habe ich zumindest vernommen. Na, ja, wenn ich sogar länger. Ich weiß nicht, wie lange ich meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe was gelernt und ich habe noch eine Runde. Und das alles in einer halben Stunde. Ich habe für diesen Auftritt geprobt. Ja. Daisuke Kageyama. Kennt den jemand? Ja, nicht alle. Also es sind keine 100%. Es sind 100. Könnt ihr schweigen und das Ende auf euch wirken lassen? Du, das ist bei vielen Leuten ein bisschen schwierig. Ja. Außerdem, ich kenne das Ende und ich hab's schon auf mich wirken lassen. Beim ersten Mal, als ich's durchgespielt hab. Und da war es grandios, weil es hat so ewig gedauert, bis ich Bowser besiegt hatte. Das ist Wahnsinn. Alle Minispiele, ja. Nein. Eben nicht.
Ja, in einer halben Stunde hast du 3 Sterne verpasst. Du hast. Und da gab es eine Stunde, wo keiner kam, dann haben wir das wieder ausgeglichen. Naja, wir haben schon Sterne geholt. Die hatten wir nur alle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ich hätte jetzt eigentlich Lust, wenn ich was streame, vielleicht mal was mit VR. Da gibt's doch nichts Tolles drauf. Das Tolle, was es gibt, ist eine Demo und die habe ich schon aufgenommen. Und keiner hat's kommentiert. Ja, und keiner hat's kommentiert. Schämt euch alle. Und gecheatet habe ich, aber. Ja, es ist sowieso, das wirft die Frage auf, was macht man mit Leuten, die durch Wände gehen in Virtual Reality Spielen? Lässt man die gegen die Wand laufen und riskiert dabei Motion Sickness? Oder lässt man sie durch die Wand laufen und verhängt dafür eine Strafe, beziehungsweise setzt einen Timer? Und wenn die dann... Moment. Und wenn der Timer abgelaufen ist, dann wird man automatisch aus der Wand wieder raus teleportiert, da wo man vorher reingegangen ist. Spielst du da etwa einen Blinden oder wie konntest du die Wand nicht sehen? Nee. Die Wand habe ich gesehen, ich wusste nur, dass sie nicht da war. In echt. Ja, natürlich. Aber trotzdem kann die Spielfigur, die du dann ja im Prinzip spielst, trotzdem gegen die Wand laufen, oder? Ja, aber wenn das passiert in einem Virtual Reality Spiel, kann es passieren, dass dann der, dem Spieler davon schlecht wird. Alle haben gerade die Hand gehoben. Ich verstehe das nicht. Wie soll einem davon schlecht werden, wenn man gegen eine Wand rennt? Naja, man rennt ja in der echten Welt nicht gegen eine Wand. Das könnte zu komischen Assoziationen im Gehirn führen. So, Spielzimmer. Also, mit anderen Worten, wird Reality der reinste Mist. Irgendwann wird es eine Krankheit deswegen existieren, dass man die reale und die virtuelle Welt nicht mehr unterscheiden kann. Ah. Was haben wir denn hier? Bonus. Bonus? Ja, da wo keiner kam, war ich noch da, da habe ich meine Schwester abgeholt. Ah. Ach, hier übrigens, das ist gerade, wird natürlich in der falschen... Das ist natürlich das Problem. Sabi hatte gutes Timing, du hattest kein gutes Timing. Ja. Wir sind leider schon durch. Nochmal, ich schaff das. Auch wenn ich dafür den Touchscreen benutzen muss. Wären wir wieder bei Blauch und nicht Schlauch. Blauch. Aber Lauch und Schlauch. Lauch und Schlauch? Lauch und Schlauch. Ja. Ah! Ah! Oh. Es werden schon Minispiele vorgeschlagen, die du doch mal anschauen sollst. Aber ja. Vergiss nicht mal. Ah! Manu! Ich würde mich jetzt mal interessieren, wer dir die 99 Leben auf dem Dach gibt. Wer? Ja, stimmt. Ach ja, das müssen wir gucken, ja. Aber erstmal schaffe ich dieses dumme Minispiel hier. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich das nicht hinkriege. Okay, das müsste jetzt schon reichen. Wenn ich nirgends. Oh, Mist. Das schaffe ich nicht. Ich schaff das Spiel einfach nicht. Und dann schaffst du schon, dann schaffst du ganz allein. Nein! Komm, einmal noch. Nein, wir müssen demotivieren, damit es funktioniert. Genau, demotiviert mich. Das schaffst du überhaupt nicht, gib doch am besten gleich auf. Danke. Bitte. Schwachsinn, Mann. Das ist ja, der totale Schwachsinn, Mann, ist das schon wieder. Der totale Schneemann. Ja. Ah! Das wollt gibt's doch nicht! Nein, Schneemann! Jetzt ist der Stimme glücklich, obwohl er keinen Körper hat. Ich versuch's noch ein einziges Mal. Das ist immer ein Regenschirm am Anfang. Achso, das ist eine Plattform. Axi, du bist voll toll, Demotivation. Nein! Oh nein! Ich wurde demotiviert. Ich meine, ich wurde zu sehr motiviert, um. Oh Gott. Ich lass es. Du wurdest mit motiviert und somit ist es eine Demotivation für dich. Ein Minispiel ist schon schlimmer als alle Sterne des Originalspiels. Hä?
Hä? Da muss man einfach nur auf den drücken, der es ist. Oh. So, ja, das... Das wird dann auch immer schwieriger. Ah. Kennen die alle. Okay. Oh Gott. Klingeling. Du bist voll scheiße und wickst eine Tonne. Asimote on. Mhm. Was nochmal? Du bist voll scheiße und wiegst eine Tonne, Asimode on. Ich glaube, das sollte wiegst eine Tonne heißen, oder? Ja, ich denke auch. Oh Mann. Alles andere wäre ein bisschen fragwürdig. Wo ist Luigi? Ich sehe ihn nicht. Gute Frage. Nächste Frage. Ich sehe keinen. Ah, hier. Oh, das ist gemein gewesen. Ja, das ist richtig, Luigi. Ich glaube, da bin ich bis zu 25 Sterne oder so mal gekommen. Ja, das wäre möglich. Also mit Wario geht's einfach. Ja. Oh. Bäh. Oh, oh. Cool. Okay. Macht Spaß. Und ist fair. Oh. Oh nee, wo ist Luigi? Da ist Luigi. Alter. Wo ist Herbert? Oh nein, nicht schon wieder Luigi. Ich finde keinen. Wo ist er? Ach, da. Ist er, ja. Oh, ja. Ah. Schwer zu sagen, da ist er und dann weißt du. Da links. Ja. Da oh, wieder ein Luigi. Du zeigst ihm noch auf deinem Monitor drauf, wo der ist und dann. Mit dem Zeigefinger so. Auch nicht schon wieder Luigi. Ich warte drauf, was Bestimmtes sagen zu können, aber irgendwie kommt er nicht. Da. Wario. Hä? Ist das der? Der rechts unten. Der nicht. Ja, rechts unten. Ach hier! Ah, da war ein böser Luigi. Also ein wahr Luigi. War Mario schon mal dran? Nee, oder? Nee. Da kann ich ja doch, gar nicht sagen, klar. Das ist ja Mario. Das ist der Mann. Ein Rekord 369 Sterne. Und dann aus Langeweile abgebrochen. Oh. Okay, wo ist Luigi? Irgendwo auf dem Monitor, glaube ich. Da ist er! Na da! Wo sonst? Mario! Mach den Mario! Ich komme das erste Mal, sobald du ihn gefunden hast, der jetzt zum Beispiel. Luigi! Das ist der Mario! Der ist weg. Oh, noch ein Luigi! Wo ist Luigi? Wo denn? ja. Das perfekte Spiel für Kobolds. Ja. Wo? Komm schon, das ist... Ich finde keinen. Wo war der jetzt? Oh! Ich nicht mal. Ja, eben. Och Mann. Da. Hast du ihn da wirklich gesehen? Wo auf dem Game Over Bildschirm ist er nun? Er ist da! Der Fall hat mich abgelenkt. Und er ist weg. Oh. Das erste ist cool. Oh Gott. Oh. Da muss man die Linien so verfolgen, um richtig anzukommen. Ja. Muss unten. Nein! Hä? Muss unten im Bildschirm. Ja, so. Das war gut. Oh, war ja. Du hast keine Bildschirmübertragung mehr. Wir haben hier ein Limit von 4 Stunden für Gruppenvideo in diesem Anruf erreicht. Alter. Wow. Welch passender Zeitpunkt, weil es eh gleich vorbei ist. Ja. Blub. Jetzt können wir dir noch weniger helfen als vorher. Ja. Du kannst aber trotzdem mal gucken, was auf dem Dach ist. Ja, ich kann noch auf... Ja, stimmt. Ehrlich gesagt... Oh, egal. Wir sind Game Over. Fertig. 4 Stunden. Ach, Limit. Wer hätte das gedacht? Ist das ein tägliches Limit? Oder in einer? Wie war das? Vielleicht in einer Session. Kannst du nochmal gucken, ob du starten kannst wieder. Naja, ich mach das jetzt mit dem und ihr mit dem Dach und ihr könnt's nicht sehen. Doch, wir können's sehen nachträglich. Oh ja. Oh ja.
Oh ja. Okay, also, hier ist schon mal eine Bumse. Wir verstehen dich komplett, ja, ja. Eine Kanone. Ja, ich verstehe, ja. Ah, okay, die Kanone sehe ich, ja. Okay, ja. Und was finden wir hier in dieser Kanone? Wir finden keinen Yoshi hier oben. Auf das Dach. Richtig. Und ich würde sagen, im Grunde hat sich hier nicht viel geändert. Nein, das... Man hat nur ein paar. Man hat ein paar Leben. Drei. Und man hat eine Feder. Und was mache ich mit der jetzt? Er wurde gebannt. Hallo Herr Hase, sagt er. Ich rede schon die ganze Zeit mit im Stream. Ja. war wahrscheinlich nicht da, weil kann sowieso nicht mehr. Darf sowieso nicht mehr. Oh. Ja, ja. Sören. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören, Sören? Ah, okay, ich komme nicht höher. Gut, also ehrlich gesagt, da ist nichts, was euch interessieren könnte. Ein neues Secret. Nö. Nichts wirklich Besonderes. Also es unterscheidet sich eigentlich nur ein kleines bisschen von dem 64-Ding. Und zwar darin, dass Yoshi nicht dort ist. Und das, naja... Nein, du darfst das Wort nicht sagen. Genau. Welches denn? Yoshi? Ja. Okay, das wär's dann auch schon damit. Stream, würde ich sagen, ist jetzt dann erstmal vorbei und ich überlege mir... Ich mache mir erstmal was zu futtern und dann überlege ich mir, ob ich vielleicht so gegen 21 Uhr wieder irgendwas mache. Aber super, was? Superman 64. Nein. Nochmal streamen? Vielleicht. Also ich wäre dabei. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Nein. Also, verabschiedet euch mal bitte schön. Tschö. Wibui. Ciao. Danke und tschüss.